Was geht ab, Jungs? Alles gut bei euch? Ich glaube, die Kamera ist nicht ganz richtig eingestellt, aber fuck it. Boys Chat, willkommen zum Content. Wir packen Pakete aus. Wir haben 4 Pakete, die sind irgendwie mega groß. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ich habe keine Ahnung, aber wir schauen mal. Ah, alright, Jungs, das sind die Pakete für heute. Okay. Wir fangen wieder von oben an und arbeiten uns nach unten durch. Das ist der Plan, Mate. Monopoly Predict. Wenn da jetzt schon wieder ein neues Monopoly drin ist, dann kill ich euch, Jungs. Alright, Jungs, let's go, baby. Nochmal ganz kurz, das wird ja hier ein YouTube-Video. Falls ihr hier gerade im YouTube-Video zuguckt, Jungs, dann wird jetzt hier irgendwo die Adresse stehen, wo ihr was einsenden könnt. Ich freue mich übrigens über alles, Jungs. Also, ihr könnt mir gerne auch einfach nur einen Brief schreiben. Da muss jetzt nicht irgendwas super Teures drin sein oder so. Alright, Jungs. Warte mal, hä? Oh, oh, ah. Ah, ich hab's. Okay, wir haben hier drin 2 Sachen. Okay. Wir haben einmal einen Brief. Und einmal, was auch immer das hier ist. Ich weiß nicht, ob es beides von einer Person ist. Wir machen erstmal den Brief auf, wie es sich gehört. Was haben wir hier? Hey, Tommy. In dem kleineren Brief mit dem HQ-Brief oder HQ-Brief sind 11 spezielle Papiere im Wert von 5500 Plebs aus dem Land. Dieser Brief ist, by the way, von Flash Sky News, aka der Typ, der einen Technik-Rank auf dem Discord hat. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist, Jungs, aber ich habe Angst. Oh, nice. 500 Omega Lull Dollar, Bro. Danke, Mann. Kann man damit ganz normal im Laden bezahlen? Das ist ja fucking sick. Ich weiß nicht, wie viel das ist, Bro, aber danke fürs Cash. Dann lass uns das Paket hier aufmachen. Ich weiß nicht, ob das von derselben oder von einer anderen Person ist. Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall in einem großen Paket. Oh, wait. Das ist, wie heißt der Dude? Ich komme nicht drauf. Ralph Lauren, ja. Ralph. Ich weiß nicht, ob mir so eine Mützen stehen, Brudi, aber vielen, vielen Dank, Mann, Alter. Ich mach den Bones, Jungs. Die Palmen sind aus Gold. Dann ist hier noch ein 5-Euro-Papierflieger drin, muss los. Und was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Zettel, Mates. Hey, hier ist Marvin aus Drage. Wo auch immer das ist, Bro. Ich studiere gerade Englisch und Spanisch in Kiel. Cool. Smiley Face in Chat, Jungs. Durch deine unterhaltsamen Videos und Livestreams machst du aus einer Vorlesung... Ja, geil, Jungs, die Lehrer von morgen. Durch deine unterhaltsamen Videos und Livestreams machst du aus einer Vorlesung ein gemütliches Kaffeekränzchen mit Lernstoff. Danke für den lernstoffreichen Content. Ich habe da noch eine kleine Bitte an dich. Ich möchte gerne ein Autogramm auf meinem Schirm meiner Ralph Lauren Kappe. Bro, du kriegst sie doch nicht zurück, das kannst du aber sowas von knicken, Alter. Und ich gebe dir noch eine kleine Spende für deine Taten. Eine Briefmarke zum Zurückschicken ist auch drin, Bro. Du kriegst diese Kappe nicht zurück, keine Sorge, Mate. Die wird aktiv behalten. Ich werde es vergessen, Bro. Also du kriegst diese Mütze höchstwahrscheinlich in den guten 3 Jahren wieder. Alright, Jungs, kommen wir zum nächsten Paket. Danke, Bro, übrigens. Grüße gehen raus. Okay, Jungs. Habt ihr wieder irgendwie so eine Unterhose bestellt, wo ich vorne meinen Schwanz reinmachen kann, oder was ist das jetzt hier? Es ist auf jeden Fall schon mal kein Monopoly-Pock. Wait, what? Was zum Fick? In Kissenbezug. Warum, Jungs, also... Wieso? Ich bin verwirrt. Warum schickt ihr mir einen Kissenbezug? Hä? Wofür? Bro, hä? Danke? Ich habe aber kein Kissen, was so groß ist. Bro, hättest du nicht das Kissen dazu bestellen können? Okay, wir haben vielleicht doch eins. Warte, ich schau fix, Mom. Bro, arschgeiles Kissen. Danke, Mann. Ja, das macht den Streaming-Alltag schon gleich 10-mal bequemer. Danke, Bro. So. Komm jetzt. Holy shit, was ist denn hier drin? Eine Briefbombe? Holy shit, das ist übel schwer. Alter, locker. Seht ihr, wie schwer das ist? 5 Kilo oder so? What the fuck? Holy shit, was ist denn hier drin? Eine Briefbombe? Soll ich es aufmachen oder soll ich es zulassen? Jetzt habe ich Angst, wo du weggegangen bist. Das ist echt schwer. Ich weiß nicht, ob ich es zulassen soll. I don't know. Sollen wir es zulassen? Da ist eine Flüssigkeit drin. Da ist eine Flüssigkeit drin. No joke, ja. Ich lasse es zu. Wir schmeißen es einfach weg. Oh ja, ja. Da sind Flaschen drin. Gläser. Jemand meinte mal irgendwie auf Instagram, er will mir Wein schenken. Aber der Typ wohnt nicht hier. Der Typ wohnt nicht hier. Sollen wir das aufmachen? Ich weiß nicht gern. Ich weiß nicht, wie funktionieren Briefbomben. Wir können Trico aufsetzen und gucken, was passiert. Haben wir einen Besenstiel? Okay, hol mal einen Besenstiel und Klebeband. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Wir lösen das wie Profis-Chat. Wartet ganz kurz. So, Klebeband habe ich.
Wir brauchen nur noch den Besenstiel. Perfekt, danke. Alright, mach ran. Ja, das sollte passen so. Tja, wir machen jetzt das Paket auf. Falls es mein letzter Stream war, Jungs, danke, Mann. Ihr wart manchmal nervig, aber meistens war die cool. Meistens war die cool. Geh von hier. Ich setz den ersten Schnitt, Jungs. Okay, ich sehe normale menschliche Verpackungen. Ich glaube, das ist legit. Da stehen so, wie viele Kalorien da drin sind und so. Ich glaube, es ist eine legitte Flasche. Okay, warte, ich kann hier so ein Ding rausbrechen. Bro, das Messer ist fucking scharf. Holy shit. Okay. Oh shit, er hat mir Chips geschickt, Jungs. Chips, um was zu trinken, und ich habe die Chips angeschnitten. Fuck. Ich glaube, wir können es so aufmachen. Holy shit. Okay, hier sind zwei Zettel. Einen, den ich offstream lesen soll, und einen, den ich onstream lesen soll. Moins und Kevin, feier dich, seit ich dich auf YouTube entdeckt habe. War ein Bester von dir. Wollte mal eine Donation da lassen, aber dachte mir, so ist vielleicht ein bisschen cooler. Mach bitte so weiter, bist einer der geilsten Streamer, die ich kenne. Hoffe, die Sachen kommen gut an und dass ich nichts Falsches gekauft habe. Grüße gehen aus, Bro. Alright, Chat, er hat mir Center Shocks. Fruchtig sauer. Okay, warte mal. Setze ich mich mal kurz auf mein neues Kissen. Boah, Digga, die riechen schon sauer. Holy shit. Boah, ich hab Erdbeer. Nee, warte. Kirsche habe ich. Yo. Ballert. Nee, die sind aber geil. Alter, da werde ich richtig schön Sod drin bekommen von. Geil. Als nächstes Oreo. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von, aber Cindy putzt die Dinger weg. Ja, Bruder. Da müssen wir nicht drüber reden. Die Dinger gehen immer. Holy shit. Dann haben wir hier Mandarin-Fanta. Bock die? Ich weiß nicht. Noch nie getrunken. Ich nehme gleich einen Sip davon. Das ist eigentlich relativ gekühlt. Dann haben wir hier... Zero, mate. Mate, ich muss nicht auf meine Linie achten, alles cool. Bro, hab ich mal irgendwann onstream gesagt, ich lieb Fanta? Und dann hat er mir noch das hier gegeben. Die Dinger sind actually richtig nice. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Jungs, aber irgendwie schmecken die besser als die normale Fanta. Dann Käsesoße. Puffreis haben wir hier noch. Gar nicht mein Jam, aber ich glaube, Cindy wird das Ding auch wegpacken, oder? Ja, macht sie. Okay, also ja. Und dann noch ein Wunderbaum, Bro. Wofür? Hier stinkt's nicht. Boah, der riecht aber geil. Digga, Alter. Boah, Digga. Puh. Was kommen da für Stoffe raus, Alter? Nimm mal ein Ding. Nimm mal eine dicke Nase. Boah, Alter. Junge, das ballert, Alter. Holy shit. Okay, Boys. Ich denke, ich habe alles gesehen. Shoutouts geht raus, Bro, an den Unbekannten. Wir kommen zum letzten Paket, Jungs. PogChamps in Chat. Okay, letztes Paket ist super groß, aber super leicht. Oh, hier sind nochmal zwei Pakete drin. Okay. Okay, wir haben einmal Amazon Prime Paket und, noch ein Amazon Prime Paket. Oh Gott, Trigger hat sich direkt die Box gesnackt. Ein Gruß von Andreas. Ich weiß, sehr unpersönlich, aber für einen No-Sub geht das klar. Damit kannst du noch viel besser kochen, Kappa. Grüße an Lukex und Jonas, den Fanboy. Das ist eine Kochschürze, Jungs. Okay. Wo drauf steht, bei Papa schmeckt's am besten. Junge, perfekt, Alter. Alter, perfekt. Arschgeil, Bruder. Jungs, Paketboxen und Katzen, Alter. Schwieriges Thema. Ja, Trico, wir schicken dich jetzt zurück. Da, wo du herkommst. Wir mögen dich nicht mehr. Los, hol das Klebeband. Wir packen sie zu. Spaß, Trico, wir packen dich nicht ein. Oh, juckt sie einfach gar nicht. Sie liegt immer noch genauso gechillt da. Los, raus mit dir. Ich weiß nicht wieso, aber Katzen lieben Boxen. Wir haben da einen scheiß Kratzbaum, ja? 300, 400 Euro. Warum auch, wenn man auch eine 50 Cent Pappbox haben kann, Alter? Katzen sind verwirrt, Jungs, ich sag's euch. Alright, nächstes Paket, Mates. Mal geworden. Was ist das? Oh, warte, hier steht drauf, was es ist. Ich lese es noch nicht. Briefbombe? Oh, ist das so eine Kazoo-Pfeife? Sind das Pfeifen, Jungs? Oh, shit. Bro, damit werde ich sehr viel Spaß haben. Bro, arschgeil. Ich habe mich eine Kuh, Alter.
Bruder, die. Nicht weit entfernt ist eine freiwillige Feuerwehr, Bros. Nicht, dass die denken, oh Scheiße, Bruder, Einsatz. Okay, Das sieht irgendwie gefährlich aus. Ja moin! Ne Super Rich! Ne Super Rich Gun! Bruder, sowas wollte ich legit schon immer haben, aber wollte es mir nie selber kaufen. Das ist wirklich dope. Ein Stack Money ist ja auch noch dabei. Ich habe irgendwie Angst, wenn ich das jetzt sprühe, dass ich das selber alles komplett aufräumen muss. Fehlen hier noch Batterien, Bro? Wie läuft das? Oh, warte, man muss das erst hochklappen, ich Vollidiot. Ich hab's einfach oben drauf gelegt, muss los. Mein Stack ist zu dick, ich krieg die Klappe nicht zu. Ich glaube, wir müssen erst Batterien rein, Jungs. Was belastend wäre, weil ich brauche einen Schraubenzieher dafür. Zum Glück bin ich MacGyver sein Vater. Okay, wir haben's. Da ist eine Batterie drin, wait what? Ah, die Batterie ist nicht angeschlossen. Ah, okay. Damit sie sich nicht verbraucht, das ist actually ziemlich schlau. Wait what, das funktioniert immer noch nicht. Hab ich's falsch gemacht? Oh! Oh Gott, ich habe Angst, dass ich... Okay, ich soll das irgendwo hin sprayen, wo ich's aufsammeln, also ne? Wo ich's so ein bisschen besser auffangen kann. Okay, seid ihr ready, Chat? Wow! Oh shit! Bro, wofür einfach? Muss los, ich habe jetzt schon keinen Bock, das aufzuräumen. Hier, Chat, ein kleiner Money Rainy bei euch. Kein Problem, immer gerne. Bro, danke, Mate. Jetzt fliegen überall diese Scheine hier rum und ich muss es nachher aufräumen. Oder am besten müsste ich es jetzt aufräumen. Ja. Na, Spaß. Vielen, vielen Dank, Mann. Grüße gehen raus, Alter. Jungs, das war's mal wieder mit dem Paket-Opening. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, hier ist nochmal die Adresse eingeblendet. Ja, würde mich freuen, wenn ihr eventuell was einsendet, Jungs. Und ja, auch wenn es so was Kleines ist, Mate. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst ein nettes Kommentar da und bis zum nächsten Video. Swag.